Herr Kurz, wie geht es Ihnen? Lang habe ich mir überlegt, ob ich überhaupt Herr sagen soll, weil Sie sind kein Herr. Aber nachdem die Herren Anschober, Fassmann und die Frau Sadic auch mit Herr bzw. Frau angesprochen wurden und der Herr Van der Bellen, mache ich das bei Ihnen halt jetzt auch. Herr Kurz, wie fühlen Sie sich eigentlich? Gefällt Ihnen das jetzt, wenn Sie sich so umschauen in der Stadt? Wie die Leute desperat sind, wie man den Menschen nicht mehr ins Gesicht schauen kann, wo jeder schon nur mehr angezipft ist. Wie fühlt sich das an für Sie? Können Sie noch ruhig schlafen? Ich habe letztens einmal ein T-Shirt gesehen mit dem Spruch: Mein Gewissen ist rein, / ich habe es nie benutzt. Ein Schelm, wer dabei an Sie denkt, Herr Kurz. Wie werden Sie denn Weihnachten verbringen in Frieden? Alleine, isoliert. Jetzt erfreuen Sie sich ja noch bester Gesundheit, soweit man das beurteilen kann. Aber was wäre denn, wenn Sie plötzlich schwer krank würden? Aber es gibt ja da noch eine ganze Liste anderer Krankheiten. Auch Unfälle können die Menschen ereilen. Wie wäre das dann für Sie, wenn Sie da so allein im Spital wären? Möglicherweise müssten Sie sogar in ein Pflegeheim. Also auch junge Menschen kann dieses Schicksal bedauerlicherweise ereilen. Oder wie geht es Ihrer Familie? Haben Sie Großeltern? Sollen wir die jetzt ganz alleine irgendwo lassen? Wobei sich die wahrscheinlich freuen würden, wenn sie sie sehen würden. Wie fühlen Sie sich? Wie fühlt sich das für Sie an, wenn Sie in der Früh aufstehen und dann mit Ihrem Plexiglas-Quartett, übrigens, Herr Kurz, was machen Sie denn, wenn einmal wirklich was ist? Wenn einmal wirklich irgendeine Gefahr droht in diesem Land, glauben Sie dann, dass Sie sich hinterm Plexiglas verstecken können und das wird dann schon wieder? Also, wie fühlen Sie sich, wenn Sie da mit Ihren drei heiligen, drei Königen, unheiligen, drei Königen zur Pressekonferenz, zu Vorgefertigten marschieren? Wo sind denn Ihre öffentlichen Auftritte? Ich würde mich da weitaus besser fühlen, wenn wir mal einen öffentlichen Auftritt machen könnten. Wie wäre das? Reden Sie doch einmal mit uns. Wir brauchen ja nicht einmal ein Publikum. Wir könnten das wir zwei allein oder auch jemand anderer auf meinen Vorschlag, wenn Ihnen das ein bisschen zu mühsam ist. Aber dann reden wir mal. Und dann müssen Sie einmal die Maske fallen lassen. Thank you.